alles für Raketen. Okay. Gibt's hier noch irgendwas? Ja, nein, vielleicht. Nee. Anscheinend nicht. Na gut. Dann nach links noch. Da gab's auch noch ein Item. Nach links, da muss, ne? Boah, gibt's hier Kokons, ey. Oh. Ja, nach oben. Lalala. Ja, super. Hoffentlich komme ich über das Vieh jetzt rüber. Ja, okay, mit ein bisschen Schaden genommen, aber trotzdem haben wir das Item hier. Ja, nee, ist klar. Die Screw-Attack. Okay. Ja. Ja, super. Ja. Es tut zwar ein bisschen weh, aber naja. Wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich wieder zurück zum Terminal? Sag ja, bitte. Erstmal heilen. Genau. Ja, mal gucken, ob der Computer uns jetzt weiterhelfen kann. Ja, okay. Dann bin ich beruhigt. Samus, es gibt Grund zur Sorge. Die Sicherheitssperre zu lösen könnte falsch gewesen sein. Hä, wieso? Du hast es mir doch vorgeschlagen, dass ich das machen sollte. Du bist doof, Computer, manchmal. Das SRX ist in der Wasserumgebung von Sektor 4 Aqua eingedrungen und mit ihm mehrere tausend X. Nach der Aktivierung der blauen Schleusen konnte es unbemerkt eindringen. Lebewesen und Kontrollsysteme in Sektor 4 weisen bereits vielfache Unregelmäßigkeiten auf. Ich untersuche derzeit die Vorgänge. Sie erhalten weitere Anweisungen nach Ankunft im Navigationsterminal. Sehr gut. Machen Sie sich nun auf den Weg zu Sektor 4. Okay, dann haben wir erstmal Sektor 1, Sektor 2 erstmal abgeschlossen. Und jetzt müssen wir zu Sektor 4. Warum direkt zu Sektor 4 und nicht zu 3? Das ist eine gute Frage. Das SRX. Ein Gegner, der über meine größten Stärken verfügt. Aber hat das etwas zu bedeuten? Wahrscheinlich nicht. Es ist nichts weiter als eine Tötungsmaschine. In meinem jetzigen Zustand kann ich ihm nicht entgegentreten. Sag an, Samus, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil du noch nicht so stark bist. Das SRX ist eine Kopie, ein sehnloses Abbild von mir. Ich muss es aufhalten, bevor es sein Potenzial erkennt und zu einer Bedrohung für das gesamte Universum wird. Ja. Mach das halt. Und da ist Sektor 4. Und hier ist es dunkelblau. Gut. Sektor 4. Na gut. Und da ist wieder der Computer. Ja, das sieht schon ein bisschen umfangreicher aus, das Gebiet. Dieser Sektor ist stärker beschädigt als angenommen. Ich wusste es. Ach, Quatsch. Ich wusste, dass die X zerstörerisch sind, doch das hier. Scheinbar verfolgen sie ein bestimmtes Ziel. Wir können nicht ausschließen, dass das SRX über eine hohe Intelligenz verfügt. Wirklich interessant, diese X, vor allem das SRX. Doch ich schweife ab. Dieser Sektor beherbergt ein sehr großes Lebewesen, welches die Forscher Ceres nannten. Ja, und Ceres ist hier der nächste Boss, der über den Speicherpunkt links oben jetzt ist. Genau, der Totenkopfschädel. Na, sieht zumindest aus wie ein Totenkopfschädel. Das ist Ceres, oh ja. Es ist äußerst rasant und kann blitzschnell angreifen. Die weiterreichenden starken Verwüstungen sind vermutlich Ceres zuzuschreiben. Zweifelsohne hat das SRX es befreit, wenngleich ich mir nicht sicher bin, warum. Ceres ist wiederholt zu diesem Brutbecken zurückgekehrt. Es scheint sein natürliches Verhalten zu sein, immer wieder dorthin zurückzukehren.
Wenngleich es sich hier um ein wertvolles Exemplar handelt, so werden sie hiermit offiziell autorisiert, es zu eliminieren. Hab ich mir schon fast gedacht. Andernfalls könnte es in weitere Sektoren eindringen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie vordringen. Einige freiliegende Stromleitungen setzen das Wasser unter Strom. Doch wir können sie nicht vom Netz trennen. Dies hätte für die gesamte Station negative Konsequenzen. Wenn Sie in Kontakt mit dem Wasser geraten, so erleiden Sie einen schweren elektrischen Schock. Schonen Sie Ihre Energiereserven, wenn Sie vordringen. Ja, also tut's dann sehr weh, mit anderen Worten. Gut. Ja, jetzt erstmal wieder abspeichern. Und dann wollen wir bald Ceres platt machen. Oh yeah. So, heilen brauche ich jetzt nicht. Und ja, dann wird das hier ein eigentlich ja dann auch ein Wassergebiet sein. Super. Erstmal hier alles aufdecken. Und dann nach links erst. Erstmal nach rechts. Erstmal nach rechts, genau. Wenn wir können. Ja, komm. Sieht gut aus. Oh, das sieht böse aus. Oh. Nee, da. Nein, das wollte ich nicht. Aua, 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 aua. Nee, da können wir noch nicht weiter. Da müssen wir doch jetzt nach links. Erstmal gucken, wie unser Inventar mittlerweile aussieht. Naja, doch. Es wird langsam was. Langsam. Langsam, aber sicher. Ja. Der Raum sieht komisch aus. Und der Raum sieht groß aus. Ja, nee. Mit Speed. Ist klar. Mit den Scheinspark soll ich hier durch, okay. Gut. Ja, toll. Lass mich ran. Unten ist garantiert elektrisierendes Wasser. Ja. Oh. So. Ich bin mal verrückt. Ja, es tut weh, ich weiß. Okay, mit Shinespark. Wow, 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 jetzt muss ich aber hier wirklich raus. Ja, hier gibt's ein Item. Wo? Aua. Oh, ist egal. Mach ich, wenn wir den Shinespark hier haben, ey. Irgendwann mal. Okay, da können wir nach oben oder wir können nach links. Gehen wir erstmal hier nach oben. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas. Ja. Okay. Von da können wir nur durchfallen. Ich weiß, was für ein Gag. Oh, da ist eine Rakete. Haben, haben. Wahrscheinlich von der anderen Seite. Okay, das sind auch Durchfallblöcke. Wie kriegen wir jetzt natürlich jetzt die Rakete? Das ist eine gute Frage. Okay. Ach so, ein bisschen weiter nach unten. Sag das doch. So. Okay. Ach so, nochmal. Ah. Okay, jetzt haben wir es. Wo gibt's denn hier bitte schon ein Item? Wo? Hä? Hier irgendwo soll es ein Item sein.